Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Create The Sims 4 Yu-Gi-Oh! GX, zu unserer zweiten Aufnahme, eigentlich inoffiziell zur dritten Aufnahme. Wir hatten nämlich gerade ein kleines Problem. Wir hatten eben schon wieder 1,5 Stunden aufgenommen. Wie ihr seht, haben wir auch noch in der Zwischenzeit Chess Princeton, Chumley Huffington und Alexis Rhodes erstellt. Das Problem ist bloß, was wir zu spät bemerkt haben, dass das Kabel von dem Mikrofon, ich verwende nämlich ein Samson USB-Mikrofon, und ja, das Kabel hat einen Wackelkontakt. Das ist mir vorher jedenfalls nicht aufgefallen. Ich mache vor jeder Aufnahme so eine kleine Probeaufnahme, um nochmal zu gucken, ob die Toneinstellungen stimmen, etc. Und da ging eigentlich alles noch einwandfrei. Und dann, als ich eben eine kleine Aufnahmepause machen wollte und das Material mir schon mal kurz angeguckt habe, ist mir dann aufgefallen, dass wir dummerweise komplett ohne Sprachspur aufgenommen haben. Also die Tonspur von Sims 4, die Original, ist da, jedoch sind unsere ganzen Kommentare weg. Ich hatte jetzt erst überlegt, das Material, das in der Zeit entstanden ist, nachzusynchronisieren, was sich jedoch als ziemlich langweilig gestalten würde, wenn bei so einem Let's Create, sag ich mal. Da sind nämlich unsere ganzen Witze und die ganzen humorvollen Sachen sind dann eigentlich raus und die kann man auch nicht mehr nachstellen. Ich will auch kein gespieltes Lachen wie bei 80er-Jahre-Fernsehsendungen einfügen. Und deswegen zeigen wir euch einfach mal kurz die Charaktere, die wir in der Zeit erstellt haben, mit allen Outfits und. Aber ich werde die Aufnahmen trotzdem behalten, weil ich mir überlege, dass ich vielleicht dann nochmal ein Video mache mit den besten Szenen oder sonst irgendwas. Ich will die Aufnahme jedenfalls behalten, wie gesagt, und guck mal, was ich daraus machen werde. Also wir hatten in der Aufnahme zuvor, hatten wir bis zum Jesse erstellt. Dann ist in der Zwischenzeit jetzt noch der One Direction Chess entstanden. Hier mit seiner Alltagskleidung, so ein bisschen Matrix und Yakuza-mäßig. Chess Princeton. Hier mit seiner Abendkleidung, hier so ein bisschen lockerer, offener, unsauberer. Dann mit seiner Sportbekleidung auch alles ziemlich düster gehalten. Da Chess sich ja später, wo er zu Slifer Red zurückkommt, ja, so ein bisschen, sagen wir mal, distanziert und eben nicht gern die roten Farben trägt, sondern eigentlich immer sein dunkles Trenchcoat. Seine Nachtwäsche hier auch, wie bei den meisten, so ein Pyjama mit schwarzen Socken. Ausgekleidung auch wieder typisch. Chess ist der Beste. Und Badekleidung, schwarze Badehose. Seine Merkmale bzw. sein Bestreben ist Staatsfeind. Das bedeutet schlicht und einfach, Chess ist ein niederträchtiger Sim. Und achso, ich bin gerade bei den Bonusmerkmalen. Warum bin ich bei den Bonusmerkmalen? Ich meinte natürlich, Chess möchte sich Feinde machen und ein berühmter Verbrecher werden. Habe ich einfach aus dem Grund gewählt, weil Chess ist böse, Chess ist frustriert wegen seiner Familie. Und deswegen möchte Chess einfach Staatsfeind werden. Mit dem Bonusmerkmal niederträchtig. Niederträchtige Sims wenden stärkere und erfolgreichere gemeine Interaktionen an. So. Und die Merkmale sind Hitzkopf. Diese Sims sind oft wütend, können andere Sims anstacheln und werden wütend, wenn diese zum Ziel von Unfug werden. So. Gemein. Diese Sims sind glücklich, wenn sie zu anderen Sims gemein oder schelmisch sein können. Und werden selbstsicherer, wenn sie einen Kampf gewinnen. Das war Chess. Dann haben wir hier Chumley. Chumley. Genau, Chumley. Hier mit seiner Koala-Bärenfrisur. Die Nase, diese Kartoffelklops-Nase, einfach dieses runde Bällchen, haben wir auch versucht, möglichst originalgetreu nachzustellen. Das ist Chumleys Badebekleidung. Erotik pur auf jeden Fall. Total. Die Alltagskleidung hier, weil Chumley eher eine weiße Slifer Red Jacke trägt mit roten Kontrasten, haben wir uns für diese modische Trainingsjacke entschieden. Es Denn, gab auch nichts anderes. nee, das war wirklich sehr, sehr schwer. Die Hose trägt er eigentlich in Braun, umgekrempelt. Naja, Gab's. braun, eher in schwarz rein, also so extrem dunkles Braun. Ja, und deswegen haben wir uns für diese schwarze, umgekrempelte Jeans entschieden. Mit den roten Slifer Red Schuhen. Abendkleidungsmäßig hier so ein bisschen Geheimagent 000 Chumley mit Fliege.
So ein bisschen, naja. Die Sportkleidung wieder typisch rot, Sliver Red. Zum Schlafen wieder den typischen Pyjama, Mit braunen Socken. die mal weiß waren. Ausgekleidung, rotes Poloshirt, schwarze Hose, rote Schuhe. Und seine Badebekleidung. Sagten wir, glaube ich, am Anfang. Die haben ja alle jetzt Genau, ihre genau. Badebekleidung. So, die Merkmale. Charmeleon haben wir, glaube ich, auch hier als Teenager erstellt, genau. Mit dem Bestreben, hier steht es auf einmal, komischerweise. Wahrscheinlich, weil ich jetzt hier extra auf Persönlichkeit gegangen bin. Mit dem Bestreben herausragender Maler. Dieser Sim möchte, dass sich in seinem Leben alles um Kunst und Malerei dreht. Bonusmerkmal Grübler. Grübler verbessern ihre Fähigkeiten schneller, wenn sie inspiriert sind. Vielfraß. Diese Sims reagieren häufig negativer auf Hunger, haben immer Spaß am Essen, unabhängig von der Qualität des Essens, essen auch verdorbene Speisen und können im Müll nach Nahrung suchen. Das machen wir alle. Kreativ. Diese Sims sind häufig inspiriert, können mit anderen kreative Ideen teilen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht kreativ sind. So, und dann kommen wir zu Alexis Rhodes in ihrer Badebekleidung. Heißt Chess noch mal mit Nachnamen? Princeton. Ja. Ja, da gab es so einen lustigen Verschreiber. Deswegen, ich werde das Material auf jeden Fall dann nochmal in so einem kleinen Best-of zusammenschneiden und Stück für Stück nachmoderieren, nochmal um so ein bisschen zu beschreiben, was da passiert ist. Es gab nämlich da diesen kleinen lustigen Outtake. Da habe ich statt Chess Princeton, habe ich außerdem geschrieben Chess Princeston. Princess. Das passt zwar dazu, weil so eine kleine Prinzessin ist, aber naja. Jedenfalls nun zu Alexis, ihre Alltagskleidung, hier auch mit den Handschuhen, die sie trägt. Und ihre kleinen Ja, das war auch noch so eine Sache mit den Affenöhrchen. Ohren. Michelle meint nämlich unbedingt, die Ohren müssen rausgucken und da Sie kam dann. gucken normalerweise auch aus, Ich will sogar das noch mehr. nochmal ganz kurz zeigen. Da gab es dann nämlich dieses lustige Nein, Bild. die standen noch weiter ab, aber da haben wir uns ja entschieden, das ist ein bisschen zu extrem. Aber normalerweise gucken die auch so raus. So, und da wäre dann auch noch die Frisur, die sie gerade hatte. Wo ist die jetzt hin? Sie behält einfach die Glatze. Ja. Wo waren die denn? Ja. Ich muss sagen, mich ärgert das schon extrem mit der Aufnahme, die gerade so gesehen in Sand gesetzt war. Aber da können wir ja nichts für. Bei der Probeaufnahme hat doch alles funktioniert und ich versuche wirklich dann nochmal das Beste daraus zu machen. Ich gucke einfach bei langen Haaren, da war die nämlich total weit unten. Hier. Da hätten die so Genau. rausgestanden. Aber normalerweise gucken die sogar noch mehr raus, aber das sieht ja schon schlimm aus. Zum Abheben. Gut, dann machen wir das mal zurück. Denn so ein bisschen das. Ja, das ist ja alles noch im Rahmen. Möchtest du kurz weiter erzählen, was wir dann noch gemacht haben, oder? Ja, dann hätten wir hier noch das schöne Kleid. Das ist die Ausgehkleidung. Das war die Ausgehkleidung, Die ne? Abendkleidung. Abendkleidung, ist das nicht dasselbe? Hier nicht. Okay. Die unterscheiden dazwischen den verschiedenen Anlässen eben, ob, sag ich mal, gehobenere Anlässe oder jetzt auf Partys und so weiter. Diese Brüste. Ja, die sind Das wirklich, sind sag ich schon mal. richtige Berge. Ja, das ist. Zum Tresen hier. Hier könnte so ein Glas stehen. Ich finde, da bekommt doch diese Redewendung Berge besteigen. Was heißt Redewendung? Aber jedenfalls bekommt da Berge besteigen eine ganz andere Bedeutung. Aber sie hat zumindest einen Vorteil. Sie könnte sich aufs Sofa setzen, ihr Glas hier abstellen, einfach einen Strohhalm rein und hätte es sofort am Mund. Sie bräuchte nicht mal die Hände benutzen. Da könnte sie nebenbei noch Popcorn halten. Und die ganze Duellakademie kann da am Wochenende Partys feiern, sich davor setzen und das als Bartresen Ja, hier benutzen. ist so ein Barhocker hin. Weißt du, Chess setzt sich hier hin, hat hier so sein Glas stehen und sie bleibt einfach lieb stehen und guckt zu. Ich glaube, die Teste träumt doch jede Nacht davon. Mein Kaffee, der ist gerade extrem milch überpulvert. Das ist meine. So, das leider in lila, aber es gab es nicht in blau. Der letzte Versuch. Ja.
So, dann hätten wir. Das ist die Ausgekleidung, ne? Ja, die Jacke finde ich sehr, sehr hübsch. Ja. Mit den Riesen. Die Ohren müssen so. Die Riesenohren, ja? Die hat Riesenohren. Nein, du, Sonst. das sind wieder Frauen, die brauchen viel, viel zu lange für sowas. Ich meine Ach Riesenohren. so. Ach. Nicht Ohren, sondern Ohren. Naja. Heißt das nicht Ohren. eigentlich bei euch Männer Augen? Das hat verschiedene Begriffe. Kann auch Quarktaschen heißen. Das hört sich wieder ekelhaft an. Das hört sich so an, als würde, wenn man drauf drückt, als würde da sowas rausquillen. Naja, es ist ja eigentlich auch so. So, und die Badebekleidung. Und falls ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, fragt mal ganz, ganz vorsichtig Mama und Papa. Oder durchsucht alte Familienfotoalben. Was? Ich weiß nicht. Also soll jetzt keine Anspielung auf mich und meine So, Vergangenheit sein. und die Bestreben machst du wieder? Ja. Als Bestreben Leitwolf. Dieser Sim möchte Leiter der besten Gruppe der Stadt werden. Haben uns überlegt, weil sie eben mit ihren Freundinnen immer zusammen unterwegs ist oder meistens. Oder eben auch mit Jaden und so. Vielleicht machen wir da noch so eine kleine Gruppe, um das Feature so ein bisschen näher vorzustellen. So, und das Bonusmerkmal ist aufgeschlossen. Aufgeschlossene Sims schließen ihre Beine viel seltener. Entschuldigung, schließen schneller freundschaftliche Beziehungen. Ist ja fast das gleiche heutzutage. Ja. Nicht kokett. Diese Sims fühlen sich in der Gesellschaft von koketten Sims unwohl und werden selten selbst kokett. Es fällt ihnen schwer, in der Öffentlichkeit romantisch zu sein. Also das passt zum Teil, haben wir uns gedacht, da Alexis ja viel umschwärmt ist und viel umgarnt wird, aber sie das Ganze so gesehen relativ kalt lässt. Deswegen haben wir uns überlegt, dass das Merkmal ganz passend wäre. Dann natürlich noch das Merkmal ehrgeizig. Diese Sims erhalten mächtige Stimmungen bei Karriereerfolgen und negative Stimmungen bei Karrieremisserfolgen. Sie wirken womöglich verstimmt, wenn sie nicht befördert werden. Erklärt sich von alleine. Und familienbewusst, diese Sims sind zufrieden in der Gegenwart von Familienmitgliedern, werden traurig, wenn sie eine gewisse Zeit nicht mit der Familie interagieren und können mit ihrer Familie prahlen. Ja, haben wir uns einfach überlegt, aufgrund der Beziehung zu ihrem Bruder, da ihr der ja sehr, sehr wichtig ist. Und ja, das war Alexis.